Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie auf dem 36. Internationalen Dokumentarfilmfest München. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet sind. Willkommen auf dem DocFest München Atom. Es ist unsere diesjährige Online-Ausgabe des Filmfestivals. Ich möchte Sie hier begrüßen im Silbersaal des Deutschen Theaters. Es ist der Ort, an dem normalerweise unsere Reihe Ganz großes Kino zu sehen ist. Und an dem Ort ist normalerweise auch unsere große Eröffnungsfeier. Aber auch in diesem Jahr ist leider alles ein bisschen anders. Mein Name ist Ina Bormann, ich bin Mitglied des Programmteams und ich freue mich jetzt sehr auf ein Filmgespräch mit Christian Beuke. Wir sprechen über den Film Heimatkunde. Heimatkunde ist ein Film, der bei uns im deutschen Wettbewerb läuft und es handelt sich bei diesem Film um eine Weltpremiere. Ich freue mich sehr, dass Christian Beuke bei uns hier zugeschaltet ist über Zoom. Hallo Christian. Hallo. Hey. Wie geht's? Ja, es geht ganz gut. Also so, es war nochmal stressig gewesen, jetzt den Film fertig zu machen, aber jetzt ist er ja soweit rund geworden, sag ich mal. Ja. Danke für diesen wunderbaren Film. Es ist ein Film über eine alte Schule im Dornröschenschlaf und gleichzeitig ein Film über das ostdeutsche Bildungssystem. Es ist ein ganz wunderbarer Film. Kannst du uns zu Beginn ein paar Sachen von dir erzählen, ein paar Informationen zu deiner Biografie geben? Ich glaube, es ist für den Film ganz wichtig. Wann wurdest du geboren? Wo wurdest du sozialisiert und in welche Schule bist du gegangen? Na, ich wurde 1980 geboren in Eisenhüttenstadt. Genau, das war ich in der Nähe von, also praktisch an der Grenze zu Polen, sag ich mal. Da habe ich aber, da war ich immer nur ein paar Tage und dann sind wir halt, habe ich mit meiner Familie oder meine Familie damals, sag ich mal, mit mir mitten im Wald gewohnt, in der Nähe von Bernklau oder dann nächste große Stadt ist dann Guben, was wahrscheinlich auch keiner kennt. Und genau, für mich war halt damals Schule halt immer so eine Art Blick in die Welt oder auch Kindergarten, ne, sag ich mal, raus aus dem Wald, in die Schule. Ich bin dann praktisch 87 eingeschult worden und war dann 2 Jahre in dieser Schule. Und dann ist meine Familie noch vor der Wende, da gibt es auch so eine Geschichte dazu, nach Dresden umgezogen, um praktisch da letztendlich nochmal ein neues Leben anzufangen. Und genau. Für mich war das deswegen jetzt auch so, ich sage mal so, ich habe immer ganz lange probiert, einen Film nochmal zu machen, so um letztendlich diesen ganzen Unwägbarkeiten zu begegnen und die sich für mich selber in meiner Kindheit damals oder bis heute halt dann ein bisschen, ach, ich fange nochmal an. Oder reicht es erstmal oder kann man das schneiden? Oder wie läuft das eigentlich? Nee, wir können nicht schneiden, kein Ding. Okay. Genau, sozialisiert meinst du, also ich bin dann halt nach Dresden gekommen und dann bin ich halt eher in dieser Nachwendezeit halt sozialisiert worden und hat natürlich dann auch meine Konflikte mit meinen Eltern, sag ich mal, die lustigerweise ja in dem Augenblick, wo halt die Wende halt so verlief, wie sie halt verlief, auch relativ schnell davon überzeugt waren, dass die DDR halt auf jeden Fall das bessere System war und das ist natürlich irgendwie zu nicht überwindbaren Konflikten geführt, sage ich jetzt mal, ideologischer Natur. Und genau, das ist allerdings für mich immer so ein Art breites Band gewesen, weil ich letztendlich auch selber immer meine Eltern auch erlebt habe, als noch zu DDR-Zeiten, wie sie halt gekämpft haben, ne? Also wie sie praktisch Schwierigkeiten hatten mit Mobbing auf der Arbeitsstelle und Ähnlichen. Und wo ich jetzt auch im Nachgang, wo ich jetzt diesen Film gemacht habe, auch merke, das ist eigentlich auch eine relativ typische Sache gewesen, sage ich mal, dass praktisch Menschen, die doch sehr fit waren, sage ich mal, oder auch neu, ne, dass nicht irgendwie auch irgendwie unterdrückt wurden in ihrem Beruf zu DDR-Zeiten. Und für mich, ich habe das halt irgendwie nicht so richtig zusammenbekommen, ne, dieses, wieso haben sie so eigentlich gelitten, das auf der anderen Seite auch nicht wahrgenommen. Und wieso haben die dann mit der Wende letztendlich auch mit dem Neuen gar nicht wirklich was Positives anfangen können, zumindest jetzt sich nicht dafür auch entscheiden können. Und deswegen, das war zumindest auch eine Idee, so einen Film zu machen, sage ich mal, ne, um den zu begegnen, weil so viel wusste ich letztendlich auch nicht mit, wenn ich halt 2 Jahre zu DDR-Zeiten zur Schule gehe. Würde man heute sagen, es ist relativ wenig, aber das stimmt ja so auch nicht. Ne? Also es ist ja eine langanhaltende Bildungsgeschichte gewesen. Ja.
Genau, es ist also, du hast es aus deutschem Bildungssystem sozusagen nur 2 Jahre durchlaufen, aber arbeitest du im Grunde genommen die Konflikte deiner Eltern auf? Also kannst du kurz sagen, wie alt deine Eltern waren, als die Wende passiert ist? Na, meine Eltern waren ungefähr so alt wie ich jetzt, sag ich mal. Also sie waren so um die 40. Ja. Um die 40. Ja, genau. Und natürlich muss man auf der anderen Seite auch sagen, das stimmt ja so auch nicht ganz. Ne? Also so praktisch das DDR-Bildungssystem wurde man ja letztendlich schon als Kita-Kind integriert. Das also, stimmt. Das ist ja nicht, also die Vorbereitung auf die Schule, also ich habe auch in meinem Kindergarten noch schöne Lieder gelernt, wie Soldaten sind vorbeimarschiert mit leichten Schritt und Tritt und wir Pioniere kennen sie und laufen fröhlich mit. Unsere Freunde. Und das ist halt so, was mich auch immer wieder, als ich an dieser Schule war, so begegnete, so dieses, es gibt irgendwie so Essentials, sage ich mal, die wurden einem so beigebracht, ne? Also das ist, und auch schon der Jungen, also so jung, dass es das gar nicht damals als Kind überhaupt antizipieren konnte, was passiert da eigentlich, ja. Eine ganz banale Frage jetzt nochmal zu Beginn. Diese Schule, dieses Schulgebäude liegt ja nach 25 Jahren quasi immer noch so da, so unberührt da. Das ist ja im Grunde genommen für den Film natürlich ein Glücksfall. Hast du das immer gewusst? Gab es diesen Ort, den du dann plötzlich entdeckt hast? Ist dir dann diese Idee gekommen? Oder ist dir die Idee wirklich aus dem Streitgespräch mit deinen Eltern entstanden? Wie kam es denn, wie fing das denn an? Na, ich sag mal so, ich hatte schon so eine Affinität gehabt zu diesen Orten meiner Kindheit, ne? Weil ich letztendlich auch da auch als junges Kind, ohne wirklich weg zu wollen und ohne es überhaupt zu verstehen, da wegverfrachtet wurde in diese Großstadt Dresden für mich, also aus meiner Perspektive damals Großstadt. Sag ich mal, wenn man so eine komische Affinität zu Orten hat, sag ich mal, dann, oder die halt emotional besetzt, dann ist es eigentlich immer auch ein Zeichen für eine ungeklärte Geschichte letztendlich, ne? Und für ein, dass bei irgendwas nicht aufgearbeitet ist oder irgendwas halt nicht da ist, sag ich mal, ne? Also, dass praktisch die Orte Emotionen bekommen und dann. Das war dann sozusagen das Aha-Erlebnis, da hat es dann Klick gemacht oder dann wusstest du, was das Thema des Filmes ist. Aber lass uns dann bitte nochmal ganz kurz zu diesem Ort kommen, der ja so behaftet ist mit Erinnerungen. Das Tolle an dem Film ist auch, es gibt ja unglaublich viele Lost Places, die tausendmal schon abgefilmt wurden. Ihr habt es aber ganz anders gemacht. Ihr habt da diesen Ort mit Leben erfüllt. Du hast die wunderbare Kamerafrau gehabt mit dem Namen Joanna Pierciotta. Ihr habt gemeinsam euch ein Konzept erarbeitet, ihr habt unglaublich viel DDR-Unterrichtsmaterial an alte Wände projiziert, ihr habt alte Tonbandaufnahmen gehabt und habt sehr viel gearbeitet, um diesen Ort mit Leben zu erfüllen. Natürlich auch durch die Menschen, da reden wir dann gleich später nochmal, aber kannst du kurz erzählen, wie ihr dieses filmische Konzept euch erarbeitet habt, weil das ist ja schon sehr herausstechend bei dem Film. Na, also ich war für mich schon immer, ich bin da, wie soll ich sagen, das war ein ganz langer Prozess, ne, mit den Archivmaterialien, also so auch überhaupt da ranzukommen und die zu finden. Und dann ist natürlich immer die Frage, ne, wie macht man daraus eine filmische Situation, sage ich mal. Und es war mir relativ klar am Anfang, dass wir halt einfach nur technisch mit Slidern fahren, um letztendlich auch so eine, also wir hatten halt einfach, ich habe halt lange Zeit recherchiert, immer diese Tonvorträge, das ist jetzt leider nur einer drin, aber es gibt welche von der SED direkt für die Parteiindoktrination, es gibt die Tonvorträge von der Urania, um praktisch irgendwie breitenwirksam zu indoktrinieren, und es gibt die Tonvorträge innerhalb der Schule, die ja praktisch eingesetzt wurden, um bestimmte Inhalte zu verwenden. Die Tonvorträge funktionieren praktisch so, dass man ein Tonband hat, das läuft, und dann praktisch gab es so Impulse oder man musste halt mitlesen und dann konnte man dazu Dias wechseln. Und das hat natürlich alles eine eigene Materialität, sage ich mal. Und das versprüht halt ganz schnell einfach auch Zeit, die vergeht, ne? Die Medien oder brauchen Zeit, also ein Tonband läuft. Das ist alles was ich auch schön fand und wo ich auch das Gefühl hatte, okay,
diese Zeit vergeht und ich wollte dann unbedingt immer ein Äquivalent zu diesen 10 Jahren, die man halt mindestens in der Schule verbracht hat, in der DDR auch irgendwie muss ich das adaptieren in den Film, sag ich mal, ne? Diese Länge. Also es ist ja, weißt du, man kann es immer ganz schnell verkürzen, ja, da wurde halt das und das gesagt Lehrplänen steht halt drin, wie man, was man den Kindern beizubringen hat, und dann ist das eine Sache, die ist so ganz schnell vorbei, aber das ist ja nicht, die Wirklichkeit des Lehrens in der DDR gewesen. Und genauso wenig ist praktisch auch die Aussage dieser Tonvorträge oder dieser Tonbänder das Lehren in der DDR gewesen, sondern es ist ja viel mehr gewesen. Und weil ich das nicht abbilden konnte, brauchte ich halt diese Idee von Zeit, die vergeht. Und hat ja auch viel mit Langeweile zu tun, die einfach während des Unterrichts in der DDR stattgefunden hat, ne? Na, ich weiß nicht, ob das jetzt so Langeweile das richtige Wort ist, aber ich glaube einfach diese viele Zeit, sag ich mal, das ist, glaube ich, auch das, was halt auch so ein bisschen auch Konzept war einfach. Wenn ich halt etwas über eine gewisse lange Zeit immer wieder wiederhole mit verschiedenen Auswölbungen von Facetten, dann wird es wohl, dann war halt die Hoffnung, dass es halt irgendwie hängen bleibt, und Versatzstücke sind auf jeden Fall immer hängen geblieben, und natürlich sind die Kernaussagen auch hängen geblieben. Also so, es ist hängen geblieben bei jedem Kind, dass es schlecht ist, ein Kapitalist zu sein. Es ist hängen geblieben, dass die USA mit ihrer Rüstungsgeschichte, dass es einfach ein schlechtes Land ist und mit ihren imperialen Mächten so. Es ist hängen geblieben, dass sowjetische oder kommunistische das Streben irgendwie nicht schlecht ist, sag ich mal. Ne? Das sind also so Grundschiffrennen sind da, die auf die kann man immer wieder bauen, sag ich mal, wenn man auch neue Argumentationsmuster aufbaut, ja. Und die waren natürlich auch, also ich wollte die jetzt eigentlich in der puren Form auch trotzdem auch wiederherstellen und wollte sie halt auch ein bisschen trennen von den Lehrern, und deswegen war mir das so wichtig, auch mit diesen Materialien zu arbeiten. Mhm. Jetzt kommst du selbst schon auf die Personen zu sprechen, die in dem Film zu sehen sind. Das ist auch das weitere Tolle an dem Film, ist dein Umgang mit Protagonisten und Protagonistinnen. Wir sehen in diesem Film den Direktor der Schule, Lehrerinnen, und man sieht auch Schülerinnen und Schüler. Du hast eine unglaubliche Nähe herstellen können, wie ich finde, zu diesen Protagonisten und Protagonistinnen. Kannst du mal erzählen, hast du einige von denen davor gekannt? Weil dieses Vertrauen, was da ist, was man auch so spürt, aufgrund dessen passiert ja auch diese Offenheit. Und diese Offenheit ist dann das weitere Tolle an dem Film. Wie hast du die denn gekannt? Na, ich habe, lustigerweise, also eine Lehrerin, die kann ich tatsächlich schon als Kind ganz viel, ne? Ich sag mal so, also es gab ja meine Klassenlehrerin, also die Karin ist ja gleich am Anfang auch da. Und dann auch die Rosi, die war auch, also sie hat mich schon als Kind auch gekannt, und ich sie, also sie kam uns auch besuchen, wir waren Freunde auch bei einer Familie gewesen, und das war vielleicht das eine, das andere war einfach auch, dass es, wie soll ich sagen, es gab, also was so Vertrauen herstellt, ist einfach auch, glaube ich, Zeit, die man halt mit den Menschen verbringt und halt auch eine gewisse Offenheit oder auch letztendlich irgendwie vielleicht auch so dieses, ich war ja nicht voreingenommen, sage ich mal, ne? Also so dieses, am Anfang hatte ich auch nicht das Gefühl, dass jetzt das DDR-Bildungssystem das schlechteste der Welt gewesen ist oder sowas, und das war mir wirklich fern, aber ich muss tatsächlich sagen, dass, also deswegen war ich, sag ich mal, deswegen war ich so emotional offen oder habe das versucht auch zu sein. Und das wurde natürlich für mich problematischer, umso mehr ich letztendlich auch während des Films auch nochmal in einzelne Bereiche, also so eingestiegen bin. Also ich habe versucht auch während der 3 Jahre auch tatsächlich in diese Aufwärtsspiralen der Wissensvermittlung im DDR-Bildungssystem, denen auch nachzukommen, auch zu wissen, okay, wo sind die neuralgischen Punkte in Geografie, in Physik, in Mathematik, in Geschichte, da ist ja ganz viel nicht in den Film gekommen, aber ich glaube halt, dass vielleicht auch diese Idee von Arbeit und sich halt wirklich auch ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich wirklich passiert ist, dass das auch letztendlich dem Bedürfnis der Lehrer nochmal zu sprechen und das auch nochmal für sich selber auch zu reflektieren, auch sehr nahe kam und sie deswegen auch Vertrauen hatten, weil sie halt wussten, okay, ich laber da auch nicht rum, sondern ich versuche ja eigentlich genau diesen Abgleich zu machen zwischen
was ist da eigentlich gefordert gewesen von euch, liebe Lehrer und Lehrerinnen, und wie erinnert ihr euch heute daran? Und habe natürlich auch versucht, da, weil man erinnert sich natürlich immer positiver, als es eigentlich war, auch unangenehm nachzufragen und da noch mehr Nähe herzustellen. Ja, ja, es war auch dieses vorurteilsfreie Fragen, ne, was du einfach hattest, was auf der anderen Seite so ein Vertrauen hergestellt hat und dann einfach diesen unglaublichen Momente fabriziert hat, dass man diesen Lehrerinnen oftmals auch beim Denken zuschauen konnte. Also man hat auch in diesen 90 Minuten, der Film dauert, das Gefühl, dass die auch in dieser Zeit irgendwie, also in den 3 Jahren, wo ihr gedreht habt, irgendwie ja auch viel nachgedacht haben und über dieses Nachdenken dann irgendwie auch ihre Haltung so ein bisschen geändert haben. So dieses Gefühl hatte ich. Täuscht das? Nee, das täuscht gar nicht. Also ich, das war für mich auch immer gleich eines der großen dramaturgischen Herausforderungen, sage ich mal. Dieses, wie normalerweise arbeitet man ja mit Protagonisten, die haben eine Meinung und stehen für etwas ein. Und sie dürfen sich nicht verändern. Also Figuren dürfen, also jetzt gerade im Dokumentarfilm, weil man ja immer irgendwie eine tolle Story oder was weiß ich was erzählen will, müssen die Unternehmen immer festbleiben. Und gerade irgendwie an diesem Korsett zu arbeiten, das war für mich total wichtig. Also weil das, wie soll ich sagen, also ich habe ja auch teilweise mit den Lehrern auch darüber gesprochen, ne, und wir auch über diese Veränderungsprozesse und auch was das macht mit ihnen. Und teilweise war das für die Lehrer tatsächlich so, dass sie halt merken, okay, ich bin, irgendwie war die Wende 1990, ich bin sofort so mit Arbeit überhäuft geworden, mich da neu anzupassen und alles zu tun, das ist eigentlich die Zeit der Reflexion darüber, wie es eigentlich zu DDR-Zeiten war und was da eigentlich passiert ist, gar nicht stattfinden konnte. Mhm. Und das ist ja eigentlich, also so, das war für mich auch immer das Verwunderliche, ehrlich gesagt. Wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass die Menschen 40 Jahre lang Erfahrung oder 40 Jahre lang, also so halt ihr Leben lang halt eine Erfahrung haben mit einem diktatorischen System und so einen wichtigen Posten letztendlich haben, um letztendlich wieder Kinder auszubilden, um hier klarzukommen und im weitesten Sinne nicht den Rahmen gefunden haben, um darüber zu referieren und zu sprechen, das hat mich auch manchmal ein bisschen mitgenommen auch, oder deswegen konnte ich sie nicht, also so wollte ich das unbedingt mit ihm zusammen machen, soweit es geht. Diese ganzen Ambivalenzen, die es im Film gibt, das ist das Tolle, dass die da drin sind. Also dass es auf der einen Seite auch die Schülerinnen gibt, die ganz unglaublich liebevoll oder mit großer liebevoller Erinnerung an ihre Schule erzählen. Und dann gibt es dann in diesem Film, was mir sehr eingefahren ist, wieder diese Situation mit Lilo Herrmann. Also diese Indoktrination, die da stattgefunden hat, schon alleine mit dieser Geschichte, dieser Widerstandskämpferin, mega gruselig, habe ich mir gedacht. Ja, also ich bin jetzt im Nachhinein nochmal sehr, sehr erschrocken, was uns Kindern da zugemutet wurde. Ja, also diese Geschichte kann sich jeder nochmal anhören in deinem Film. Ich finde, es ist sehr, sehr lohnenswert. Also ich bin extrem erschrocken darüber. Nein, es ist, es ist lustig, ne, weil also auch gerade mit Lilo Herrmann, sowas, es gibt ja Tonnen an Dingen, ne, wo letztendlich immer das klassische Narrativ der Indoktrination der DDR erzählt wurde. Und ich fand das eigentlich irgendwie auch bemerkenswert, sag ich mal. Also so letztendlich ist ja auch mit Lilo Herrmann oder mit der ganzen Geschichte auch so. Also für mich gibt es einfach so einen Erzählfaden, sag ich mal, aber das weiß gar nicht, ob ich jetzt das spoilt oder sowas, wenn ich das jetzt erzähle, aber dieses Verhältnis zwischen Elternschaft und älterer Generation zu Kindern, also so, warum, also wieso löst sich das auf oder was passiert da eigentlich? Und Lilo Herrmann ist da auf jeden Fall eine Geschichte, die halt da nochmal richtig nochmal nachgelegt hat, so. Also so in ihrer Gruseligkeit, ja. Also so, auch was sollen Kinder mit so einer Entscheidung, ne, fragt man sich heute. Und auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, okay, wie wichtig war es den Menschen damals,
sowas zu erzählen, ne? Und wo wollten die hin damit? Und ich glaube, da ist man auch ganz schnell mal da, okay, wie ist eigentlich die Genese der DDR und wie konnte das sein, dass halt so ein Staat sich so bildet? Und das hat natürlich was damit zu tun, also so halt mit der Verfolgung im Dritten Reich und mit der Bitterkeit, die da auch entstanden ist, gepaart mit dem Willen zur absoluten Macht. Ja. Es gibt in diesem Film auch tolle Situationen, also immer wieder so kleine Einsprengsel, die mich auch so an meine Kindheit erinnert haben. Also die einen dann auch wieder so plötzlich erschrecken lassen. Und also zum Beispiel das Thema Chor. Das gibt es im westdeutschen System natürlich auch. Da waren auch Kinder zur Chor und das war auch damals nicht so richtig dufte in dieser Zeit. Aber es hatte natürlich in der DDR immer noch mal eine ganz andere Komponente. Es war eigentlich schon viel grausamer. Ich erinnerte mich wirklich auch an meine Choraufenthalte als Kind, aus denen ich permanent viel kränker zurückgekommen bin, als ich da reingegangen bin. Und dann zum Beispiel auch diese tolle Situation, wo die Lehrerin erzählt, wie man eigentlich in der DDR Zeitung gelesen hat. Ja, also das... Also es sind so viele Situationen, die in kleinteilig die DDR nochmal so wunderbar beschreiben. Das hat dein Film auch gekonnt zum Beispiel. Ja klar, also das war, also für mich war das, sag ich mal, eine ganz komplizierte Sache gewesen eigentlich, ehrlich gesagt, wie kriegt man Menschen in diese Zeit vor der Wende emotional verortet, so. Also wie kriegt man sie dahin, dass sie praktisch innerhalb dieser Perspektive auch sprechen? Also so, und da half es natürlich irgendwie immer mit Materialien zu arbeiten, ne, kann ich jetzt nur sagen. Und das kam halt dann also manchmal lanciert oder manchmal zufällig halt schöne Sachen raus, ne, die letztendlich auch, also wo man dann wirklich auch klar war, okay, wir sind jetzt da, ne, wir sind jetzt hier in dieser Zeit, wir können jetzt hier sprechen und wir sind nicht mehr im Wendeschmerz und wir sind nicht in den 2000er, also 10er Jahren, sondern wir sind tatsächlich ein bisschen an der DDR auch wieder angekommen. Das war für mich schon auch immer auch schöne Erlebnisse, sage ich mal, irgendwie da zu wissen, okay, jetzt wird hier was lebendig, auch wenn das natürlich immer eine utopische Sache ist, wie macht man so eine Zeitreise, ne, im Film, aber ich habe es probiert, ja. Also es war auch für dich sozusagen die Idee, dass du die Lehrerinnen und Lehrer in so ein emotionales Setting reingesetzt hast, wo die dann die Möglichkeit hatten, aus dieser Emotion heraus weitere Erinnerungen zu entwickeln. War das die Idee, also das Herangehen? Nein, ich habe jetzt nicht immer das gemacht. Also ich habe eigentlich bewusst verschiedene Interviews mit verschiedenen Inhalten geführt und natürlich die heißeren Inhalte eher zum Schluss, wo man sich ja auch schon länger kannte und das ging natürlich auch nicht mit allen Lehrern, weil nicht alle hatten Zeit gehabt immer und manche waren aber ganz froh, das hat eigentlich ganz, die konnte man viel machen, was auch echt ganz schön und wichtig war, sag ich mal. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wie soll ich sagen, für mich ging es immer darum, dass zu DDR-Zeiten gab es halt was, das war wenig greifbar, das war halt letztendlich irgendwie diese Idee, okay, wie ist eigentlich mein Kompromiss mit dem, was sich mir umgibt als Lehrer? Also so, wie verhalte ich mich im Parteilehrjahr? Ne? Also jeder Lehrer musste ja einmal im Monat in dieser Versammlung teilnehmen und wurde halt da offiziell mit den Propagandamitteln der SED konfrontiert, sag ich mal. Und da musste man halt letztendlich irgendwie eigentlich nur beweisen, okay, wir gehen hier nicht dagegen oder wir wuchten hier nicht auf, sondern wir machen einfach das, was von uns verlangt ist. Und das war praktisch so eine Art monatlicher Nachgang, wo man sagen, ist das jetzt Demütigung oder ist es Erpressung oder ist es so eine Art Faustpfand? Also worum es mir ging, war, die Lehrer waren ja auch im Gesinnungsterror drin. Ne? Also so, das war ja praktisch auf der einen Seite war das ja vorgegeben mit dem Lehrplan. Da war am Ende waren immer in allen Fächern Fragen gestellt, die letztendlich die Loyalität zum System auch abfragen. Und man musste praktisch, um Kindern was beizubringen, jeder Lehrer
du musstest Kinder dazu kriegen, dass sie praktisch Loyalitätsfragen positiv beantworten, sonst würden sie die Schule nicht bestehen. Und das war jetzt eigentlich ein Konfliktfeld, dem war natürlich Lehrer in der Oberstufe anders gestellt als Lehrer in der Unterstufe, weil natürlich in der Unterstufe geht es halt nur darum, aber trotzdem war es immer die Vorarbeit gewesen, um letztendlich diese Loyalitätsfragen später auch korrekt beantworten zu können. Und letztendlich wurde der emotionale Hof dafür, sag ich mal, wurde halt schon zu, wurde halt in der Unterstufe gebaut, das Fundament, sag ich mal. Und später haben halt die Fachlehrer halt das dann perfektioniert, sag ich mal, in ihrer Art und Weise. Obwohl ich jetzt sagen würde, eigentlich letztendlich das, was die Unterstufenlehrer gemacht haben, war viel langanhaltender, viel wichtiger, dieses Fundament der ideologischen Beeinflussung, als das, was die Oberstufenlehrer gemacht haben. Bei dem konnte man ja ab einem gewissen Alter auch eventuell irgendwie intellektuell zumindest damit auseinandersetzen, wo praktisch irgendwie Grundstufenlehrer immer damit beauftragt waren, emotionalen Impetus dem beizubringen. Und das ist letztendlich eine Frage, die ich auch gestellt habe im Film, die manchmal mit reingekommen ist, aber manchmal auch nicht und oder die Antworten davon, sag ich mal. Aber das ist einfach so die Spannungsfeld, mit denen Lehrern immer zu tun hatten. Ob sie es bewusst wahrgenommen haben oder nicht. Und das ist das, was letztendlich für mich auch dieses Gefühl war, ne? Letztendlich, wonach ich gegraben habe. Ja, und im Endeffekt, wie du vorhin schon, also ganz am Anfang gesagt hast, es ging ja ganz am Anfang schon los. Ne? Also es ging ja eigentlich im Grunde genommen damit los, dass die Kinder von den Eltern entfernt wurden, damit der Staat da eigentlich mehr Zugriff hatte. Das ist ja auch das Übel. Und damit wären wir ja auch da wieder ganz schnell bei der Pseudo-Emanzipationssituation in der DDR und so weiter. Aber wir können jetzt echt ganz lange drüber reden. Und das ist ein Film, da steckt sehr viel drin. Und wir können jetzt die Extended Version eigentlich machen. Aber ich muss es trotzdem zum Ende kommen und vielleicht die Endfrage an dich wäre, ich habe mir gedacht, als ich den Film gesehen habe, das ist ein Film, der vielleicht vor 10 Jahren hätte noch gar nicht so gemacht werden können. Meinst du das auch oder bist du da anderer Meinung? Na, ich fand das lustig, in deiner Beschreibung das wieder zu lesen, weil ich habe das letztendlich ähnlich empfunden. Also auch, ja, also auch mit den Lehrern darüber zu sprechen, dass also es ist natürlich schade, ne, dass man so einen Film nicht eher machen kann. Also so, das ist irgendwie, glaube ich, braucht es letztendlich vielleicht auch ein Älterwerden, um letztendlich auch zu merken, okay, selbst wenn ich Fehler gemacht habe in meinem Leben oder sowas, so, dann kann ich jetzt darüber sprechen und das hat auch einen Mehrwert für andere. Und ich weiß natürlich irgendwie, nach der Wende wurde es ja auch versucht, ne, so einen Diskurs zu machen oder so im Fernsehen und das war ja immer sofort eine Abwehrreaktion. Ne? Das war ja nicht, also so, worum es mir ging, ist ja überhaupt das Reflektieren, Sprechen, Lernen auch. Ne? Und das ist auf jeden Fall was jetzt auch vermehrt stattgefunden hat. Und aber ich denke, der größte Punkt ist einfach, dass die meisten Lehrer, die gehen jetzt, und Lehrerinnen, die gehen jetzt in Rente und sind nicht mehr, sind nicht existenziell angreifbar. Und die Angst, die war einfach lang genug da gewesen. Mhm. Und die ist jetzt weg und deswegen kann man auch freier sprechen. Ja. Ja, Christian, danke dir für das tolle Gespräch und danke dir sehr für diesen Film. Ich möchte Sie noch an den Kino-Kino-Publikumspreis erinnern. Der Film ist auch nominiert dafür. Das ganze Abstimmungsprozedere ist auf unserer Webseite zu finden. Der Kino-Kino-Publikumspreis ist gestiftet in diesem Jahr von Dreisat und dem Bayerischen Rundfunk. Alle Filme sind noch bis zum 23.05. Leider nur online, aber zu sehen. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Und Christian, ich danke nochmal sehr und wir wünschen dir viel Kraft und Mut und Energie für weitere Projekte.